Wer ist die größte Legende des GRKs? So lautet heute unsere Frage. Bei First Pick, gemeinsam mit unserer Community, suchen wir eine Antwort auf diese Frage. Und ich starte, denn ganz ehrlich, ihr habt nach euren The Streets Will Never Forget Bewertungen es einfach auch nicht verdient, die Chance zu bekommen, Rolly Kolmann in den Mund zu nehmen. Den Namen Rolly Kolmann natürlich. Aber ja, natürlich ist es Rolly Kolmann. Er hat die erfolgreichste Ära des GRK mitgeprägt, Doublesieger 2004 inklusive Torschützenkönig. Er war gegen Liverpool mit dabei, aber eben auch, als es dann in das Unterhaus ging. Da können so viele Boomer jetzt daherkommen mit Namen aus den 70er, 80ern oder 90ern. Kolmann hat Geschichte geschrieben beim GRK und deshalb mein First Pick, der legendärsten GRK-Kicker, Rolly Kolmann, auf der 1. 42. Still. Ich bin vorher auch schon von Peter Ritzler kritisiert worden für meinen Rolly Kolmann. Ja, aber ist ein bisschen, ist ein bisschen ein, ja, ein Glory Hunter Take. Ich bin ein bisschen anders als du. Ja? Ich will mich da jetzt nicht vordrängen. Ja. Patrick, bitte. Bei mir fällt die Wahl auf Gerald Säumel. Die Legende der GRK-Neuzeit. Er kehrte nach der Neugründung zum GRK in die 8. Liga zurück. Mit Säumel als Führungsspieler glückte der Durchmarsch in den Profibereich und er machte sich zum Meister aller Klassen. Ja, und vor allem zum Höhepunkt, er bringt den Club in die 2. Liga und beendet dort seine Karriere. Also mehr Stil gibt es gar nicht. Und am ersten Spieltag des Comebacks am FAC-Platz, wer sitzt bei mir in der Kommentatorenkabine neben? Rolly Kolmann. Leider mit Nagel, gerne was. Ja? Eine absolute Legende. Ja. Absolute Legende. Nein, finde ich auch, hat auch absolut Berechtigung. Klar, dass viele GRK-Fans eher den Fokus immer Richtung 2003, 2004 richten, aber auch die letzten 10 Jahre haben eben auch viel der GRK-Geschichte geschrieben und da ist Gerald Säumel einer der tragenden Namen gewesen. Mhm. Mein Take ist einer aus der Vergangenheit. Es ist der Mann, der 2002 von den GRK-Fans zum Jahrhundertspieler gewählt wurde, Savo Ekmecic. Und Savo Ekmecic ist die GRK-Legende. Hat von 1977 bis 1986 für den GRK gespielt, ist zum GRK gewechselt, anstatt in Flitterwochen zu fliegen. Mhm. Nach seiner Hochzeit. Der Mann hat 269 Spiele in Folge für den GRK in der Startelf gemacht. Seine Dreiviertelhose war stilprägend. Ja. Er hat auch übergeben an Rolly Goriup, damals auch GRK-Goli. Außerdem ist es eine greifbare Legende. Er hat, nach wie vor hat er eine Kantine am Sportplatz Gösting. Also man muss nicht in die USA fliegen, um Rolly Kolmann zu treffen. Man braucht nur in die Kantine am Sportplatz Gösting zu gehen. Und zu guter Letzt, wenn euch das noch nicht überzeugt, Werner Gregoritsch sagt Folgendes. Würdest du dir einen echten Roten schnitzen wollen, dann täte am Ende wahrscheinlich der Savo Ekmecic rauskommen. Und wer von euch jetzt Werner Gregoritsch widersprechen will, der kann das jetzt gerne tun. Ja, ich natürlich, weil mein Pick ist Rolly Kolmann. Ich bin ja nicht der Einzige. Auch viele User haben sich dazu geäußert. Zum Beispiel ein Knights are Best hat geschrieben, Forever Rolly Kolmann. Aber für die ganz Alten wahrscheinlich Walter Kolesnik. Das ist auch ein Kicker, der nur für den GRK gespielt hat. Mhm. Also das ist natürlich alles noch vor unserer Zeit gewesen. Und er ist zum Jahrhundert GRK-Spieler gewählt worden. Da ist der GRK eben auch noch nicht Meister gewesen, gell? Würde ich auch nur sagen. Das ist richtig. Natürlich, es hat auch mit Mario Zuinelli eine Riesenlegende gegeben. Ja. Ja. 13 Jahre lang GRK-Profi. Der ist auch mit dem GRK damals zwangs abgestiegen, ist dort geblieben, hat sie wieder raufgeschossen. Mhm. Dann ein Riesenangebot von der Austria auch abgelehnt, um beim GRK zu bleiben. Ja. Ja, Geschichte hat auch vor dem Jahrtausendwechsel stattgefunden. Nee, das ist eh klar. Zum Beispiel auch Andreas Fröhlich hat geschrieben, für mich sind es Walter Schachner und Rolly Kolmann. Da kommen Erinnerungen an mein erstes Panini-Bundesliga-Album hoch. Klar, das sind eben auch bei vielen österreichischen Fußballfans diese Bilder eben auch der Panini-Sticker abgespeichert. Du vergisst dein erstes Sticker-Album nicht. 1995 damals. 2004-05 am 1. 1990. Ja, gut. Aber
Einer, der jetzt noch gar nicht erwähnt worden ist, haben viele GRK-Fans, egal ob im Austrian Soccer Board, auf Twitter, auf Instagram oder Facebook erwähnt, zum Beispiel auch Florian Hauenschild. Wenn ich an den GRK denke, denke ich an Didi Ramusch. Ja. Auch hier ein Panini-Sticker, Sergio Ramusch, was auch in Erinnerung geblieben ist. Auch er Teil dieser großen Mannschaft 2003, 2004. Ich finde, es sind eben jetzt viele auch nicht genannt worden. Zum Beispiel ein Martin Ammerhaus, auch der war über einen wirklich sehr langen Zeitraum beim GRK, auch in dieser Double-Saison, auch gegen Liverpool, ist eben auch dann mitgegangen ins Unterhaus. Und einer, der das Potenzial gehabt hätte, einer der größten GRK-Kicker zu werden, war, finde ich, Mario Basina. Das war zu jener Zeit so ein bisschen das rote Pendant zu Ivica Vasic, finde ich. Ja, hat aber dann halt für zu viele andere große Vereine gespielt, um durchzugehen. Aber natürlich, ja, ich meine, Spieler wie Scionco, Basina, Tokic werden auch den GRK-Fans in gute Erinnerung sein, aber dafür war ihre Ära halt einfach viel zu kurz.